meine lieben Fadenspiele. Ihr seht, es glitzert und blinkt, denn Weihnachten naht. Und diese Kugeln mit ihren Perlenketten möchte ich euch heute zeigen, jedenfalls eine Art davon. Falls ihr noch nach einem Weihnachtsgeschenk sucht, das noch keiner hat. Denn ich schätze, die wenigsten besitzen solche Kugeln. Wenn sie auch sonst alles besitzen, was sie sich wünschen und unterm Jahr schon gekauft haben. Also, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Vielleicht wollt ihr selbst etwas in dieser Art machen für euch, um euch zu gefallen oder um es jemandem zu schenken. Und das möchte ich euch heute zeigen. Viel Spaß dabei! So, für die Montage brauchen wir Verschiedenes an Perlen. Ob das jetzt solche Glashülsen sind, gibt es auch in verschiedenen Farben oder andere Perlensorten, solche Tropfen, kleine und große natürlich und Faden und Nadel. Und ich verwende manchmal auch Reste von Modeschmuck, so wie zum Beispiel diese Zapfen hier, die könnte ich verwenden. Also Recycling mal wieder. Und der Beginn ist ein Ring, in den man groß halten kann, allgemein oder auch verschieden groß machen kann. Denn die Kugeln haben ja unterschiedliche Halterungen. Das hier ist eine Glaskugel, die liebe ich deswegen, weil das Perlenkleid hier ein schönes Rascheln entstehen lässt. Wie bei dieser hier. Macht ein schönes, leises Klirren. Da ist natürlich die Gefahr, wenn die Kugel mal kaputt ist, müsste man schon was Passendes finden. Es ist allerdings auch nicht schlimm, wenn der Behang nicht ganz passt. Hier habe ich eine, da passt der Ring oben nicht über die Halterung, über diese Hülse. Sitzt also oben drauf, sieht also auch sehr schön aus. Es muss nicht unbedingt runterrutschen bis aufs Glas. Und dann gibt es dann, so wie hier, die Plastikkugeln, die habe ich überwiegend in Gebrauch, ja, schon des Öfteren mal heruntergefallen. Die haben überwiegend solche kleine Halterungen und dann braucht man nicht so einen großen Ring, denn eins ist Gefahr, ist bei zu großen Ringen, dass sich das ganze Perlenkleid dann verschiebt oder verrutscht. In dem Fall müsste man mit doppelseitigem Klebeband zwei Stellen eben sichern, damit das Perlenkleid bleibt, wo es ist. So, also der Anfang ist ein Ring, ein Perlenring. Und wie ihr hier seht, ist das so seesternartig angeordnet und die Arbeitsweise kann man unterschiedlich bewerkstelligen, nämlich Ring für Ring arbeiten. Das ist zum Beispiel bei der hier der Fall, dass man neben dem Anfangsring dann immer ringartig eine Etappe macht und wieder die nächste Etappe. Es gibt aber auch, wenn man schon etwas geübt ist, die Möglichkeit, hier, so wie bei dieser Kugel, da habe ich es folgendermaßen gemacht. Ich habe hier angefangen mit den Hülsen, dann bin ich hier runter, dann habe ich die vier hier gemacht, dann bin ich hier wieder rauf, vier Stück hier und wieder nach oben und bis oben in die ersten Kugeln hinein und bei der nächsten Kugel wieder heraus und dann die nächste Etappe immer von oben nach unten quasi gearbeitet. Alle Muster habe ich selbst entworfen, denn im Internet gab es, als ich die ersten gemacht habe, so gut wie gar nichts zu finden. Und nur ein, zwei Fotografien hatte ich und danach habe ich mich eben vorgeangelt. So, das Muster, das wir machen wollen, ist hier
allerdings in einer etwas anderen Kombination. Ihr seht, der Anfangsring mit den kleinen Perlen, dann kam ein goldenes Perlchen, eine Hülse, ein großes goldenes Perlchen, eine Hülse und eben diese Blüte hier. Wir machen das ein klein wenig anders, nämlich mit diesen Oliven. Den Ring habe ich dieser Kugel angepasst und deswegen hat der Perlenring 12 weiße Kugeln und immer eine goldene Perle dazwischen, beziehungsweise an 3 Stellen 2 goldene Perlen, damit die Breite erreicht wurde. Und nun geht's los mit der Fädelei. Durch eine weiße Kugel durch, dann geht es mit einem kleinen Perlchen weiter. Ich nehme hier ein weißes, eine goldene Olive und jetzt kann man gleich eine rote Perle nehmen oder eine goldene Perle nehmen. Dann wird das ein langes goldenes. Ich zeige euch mal den Unterschied. Hier hätten wir zum Beispiel Gold, Gold, Gold. Oder ich mache kleine weiße, rote Perle. Wo ist das Loch? Weiße und wieder Gold. So, dann würde das so aussehen. Also Geschmackssache, ja? Die Kombinationen sind unterschiedlich. Man könnte auch den ganzen Weg nur mit weißen Perlchen oder mit goldenen Perlchen ausfüllen. Das ist alles Geschmackssache. Ich mache also eine weiße Perle, ein Gold, ein Rot und ein Gold. Das ist der Weg hier bis hierher. Nun kommt so eine Blüte dran, die kann ich jetzt auch wieder entweder in Gold machen oder in Weiß oder in Rot. So, irgendwo habe ich mich jetzt verheddert. Ich habe eine Perle verheddert. So, jetzt geht's. Ich schiebe jetzt das mal dran. So. Sieht das jetzt aus. Und nun kommt hier diese Blüte. Ich nehme da jetzt auch wieder Rot. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Nun habe ich 4 Perlen für die Blüte aufgefädelt. Und jetzt heißt es, die Blüte formen. Und die wird geformt, indem man hier am Anfang wieder einsticht und die ganze Strecke noch einmal fädelt. So, nun bin ich durch. Das wird ein Ring. So, festbinden. Und somit habe ich eine Blüte. Die goldene Hülse kommt rechts von dieser Perle rein. Also muss ich mit der Nadel in diese Perle rein und noch durch auf die andere Seite. So. Jetzt bin ich auf der anderen Seite und nun kann ich wieder zurück mit der gleichen Tour, das heißt eine goldene Perle, eine rote Perle, eine goldene Perle und eine kleine weiße als Abstandshalter. Gold und Rot. Loch hier. Gold, eine kleine weiße. So. Das ist die erste Tour
das hier. Hier runter, die 4 und hier wieder rauf. Nun geht es zum nächsten Stück Absatz. Ich muss jetzt durch diese weiße Perle durch, das heißt, hier ist ein Ring und da bin ich durchgekommen, bevor ich angefangen habe. Also gehe ich jetzt noch einmal hier durch, aber gleich weiter zur nächsten weißen Perle. Also einmal hier, jetzt muss ich auf die Hände nehmen. Einmal hier, die Perle habe ich zuerst durchstochen, bevor ich mit diesem Ring angefangen habe. Dann gehe ich durch die goldenen Perlen durch und durch die nächste weiße Perle auch. So, und nun geht es wieder weiter mit genau derselben Reihenfolge. Kleine weiße Perle, Gold, Rot, Gold für den einen Arm des Rings, dann 4 rote wieder für die Blüte, wenn sie mir die Löcher geben. Hey. Komm her. Das ist bei diesen glänzenden Perlen ganz schön schwierig zu erkennen, wo die Löcher sind. Da sind sie hier. So, wieder dieser Rückstich zum Ring, also durch die Perlen, nach vorne, festmachen, so, nun gehen wir weiter, so rum, dass die Reihenfolge stimmt, dass wir uns nicht verzetteln. Jetzt muss ich mit dem das so hinlegen hier, dass der Faden auf der rechten Seite ist. Dann fahre ich wieder durch diese rote Perle durch und zwar in Richtung, muss sie liegen, in Richtung des schon fertigen Rings. So, festziehen. Einmal. So, und nun kommt der erste Trick. Wenn ich jetzt genau wie hier noch einmal so einen Arm nach oben führe, dann wird diese Stelle hier sehr dicht mit Perlen belagert und unter Umständen sogar zu dicht mit Perlen bedeckt, dass die sich übereinander schieben können. Das würde dann so sich so auswirken. Ne? Also, ich nehme mir eine goldene Perle, so wie es sich gehört, aber nutze die Perlen von der Vorreihe jetzt für den Zurückweg. Das heißt, die goldene Perle, die rote Perle von der vorhergehenden Runde, die goldene Perle ebenso und natürlich auch die weiße Perle als Abstandshalter. Dann gehe ich hier rauf, so, und habe somit wieder einen Ring geschlossen. Und nun geht es wieder weiter zur nächsten Etappe. Ich muss also durch die Perlen, durch die goldenen Perlen hier durch. Komm her. Ja. Durch die weiße Perle, nochmal eine goldene Perle und nochmal eine weiße Perle. So sieht es dann aus. Also hier bin ich raufgekommen und hier muss ich durch für die nächste Etappe. Und wieder das gleiche wie hier. Weiß, Gold, Rot, Gold. Dann wieder kleinrote, 1, zwei,
4 kleine rote. Zum Kreis fädeln. Eieiei. Komm her. Nicht gerade das ideale Licht. Ja, die Glühbirnen früher waren viel besser für solche Arbeiten gedacht. Geeignet. Mit den Glühbirnen hatte ich keine Probleme. So, und nun geht es wieder weiter. Hier bin ich raus mit meiner Faden. Ja, festziehen. Das ist die Perle, die oben quer liegt. Da muss ich jetzt noch durch. Mit meiner Nadel, also hier kommt der Faden raus, dann gehe ich durch diese Perle durch, noch eins, ein Schritt weiter, eine goldene Olive und wieder zurück durch die Vorgruppe mit Rot, Gold und kleinem weißen Perlchen. Alle Perlen sind abgearbeitet, jetzt muss ich hier noch den Schluss montieren. Dazu gehe ich mit dem Faden nach unten bis nach der roten Perle. Eine sehr wackelige Angelegenheit. So, bis nach der roten Perle und füge an ein Gold und 4 Rot. Die werden zum Ring geschlossen. 2, 3, 4. 1-mal einen Ring. Schließen, den Ring zuziehen und noch einmal die erste Perle noch einmal durchstechen und ein goldenes Olivchen einfädeln. So, jetzt lege ich das mal hin, damit ihr das gut seht. So sind wir dann soweit. Hier. Das ist der Faden, den muss man festziehen. So, also mit dem Faden einfach bis zur nächsten roten Kugel fahren, dann ein Gold, eine Blüte und ein Gold. Und jetzt mit der Nadel auf der anderen Seite zurück durch Rot, Gold und Weiß bis hier rüber, wo der Anfangsfaden ist. Und dann wird das schön verknotet. So, hier durchs Gold, durchs Rot Mittelperlchen, durch die weiße Perle, durch und der Schluss ist zu. Und jetzt noch einmal nach drüben, auf die andere Seite bis hierher. Und dann verknoten. Man kann die Verknotungen kann man noch zusätzlich, wenn man möchte, mit Kleber sichern. Nun beginnt die nächste Runde. Hier habe ich nochmal die Möglichkeit, bei diesen Blüten etwas zu ändern. Zum Beispiel kann ich jetzt noch weiße Perlchen hier, so jetzt sieht man es, weiße Perlchen hier in diese Ecken hinein machen, hier unten, damit das etwas freundlicher aussieht, zum Beispiel, oder goldene Perlchen. Das gefällt mir an für sich ganz gut, so ein Tropfen da.
So, das kann ich jetzt noch machen, denn jetzt kommt der nächste Schritt. Und der sieht folgendermaßen aus, genau wie bei dieser vorhergehenden Runde wird gearbeitet. Also, ich fädle hier einen frischen Faden. Dann nehme ich mir eine weiße Perle, die bleibt dann da oben. Dann kommt Gold, diesmal weiß statt rot. Okay. Wieder Gold und wieder eine Blüte. Mit 4 Perlen. Aha. So. Ah ja, manchmal will's nicht. So. Wie früher die Knödel bei der Schwiegermutter. Gut, und dann einen Rückstich, um eine Blüte zu machen. So, die hätten wir schon mal. Nun muss ich wieder durch die erste Perle zurückstechen. Also die erste Perle nach dem Gold wird noch einmal reingestochen, so dass sie quer liegt. Und so ist es fest. Jetzt brauche ich wieder Gold, weiß, Gold, eine kleine weiße Perle. So rum, ich muss nämlich auf die andere Seite. Gut. Ich muss also mit dieser Reihe Blüte und Blüte verbinden, mit dieser gleichen Technik. Also ich komme rechts zum Beispiel von einer Blütenperle heraus, mache mir meinen Stiel, eine neue Blüte, einen neuen Stiel und vergesse nicht die weiße Perle und gehe dann durch die nächste Blüte durch. Und damit hätte ich einen kleinen Absatz, eine kleine Verlängerung, so wie hier. Nun kommt die lange Verlängerung, also so ein längeres Teil. Das heißt, ich muss nach der Blüte noch einmal etwas anbauen. Das geht genauso wie hier auch. Zuerst eine weiße Perle für diese Ecke, dann ein Gold, dann eine weiße Perle, wieder eine Linse, eine Olive. Und nun kommt wieder eine Blüte. So, die muss ich natürlich schließen mit diesem Rückstich. Zurück. So, und jetzt geht's weiter. Mit der langen Spitze. Ich muss also normalerweise hier durch die erste Perle noch einmal quer durch, um den anderen Arm von der Blüte oder den Stängel zu machen. In dem Fall muss ich aber noch etwas weiter, nämlich wenn ich wenn ich das so habe, geht es dann hier weiter mit der normalen Blütenstängel. Aber ich will ja noch einen kleinen Teil dran machen. Dann muss ich weiter durch die roten Perlen, bis der Faden nach unten zeigt.
Ihr seht hier der Stiel und die Blüte. Das müssen wir festziehen. Stiel und Blüte. Die Blüte sitzt so, dass diese obere Perle hier die Querperle ist und die Perle hier, die hier unten, die ist die Querperle für unten. Da muss ich noch mal durch. So. Das heißt also, ich muss 4 Perlen auffädeln, einmal total durch, dann durch die obere Perle, die seitliche Perle und die untere Perle noch einmal durch. Und nun bin ich in der, genau der Richtung, die ich brauche, um den Rest unten anzubringen. In dem Fall nehme ich mir wieder eine goldene, eine rote Perle, eine goldene, nochmal eine rote Perle und eine Olive für den Abschluss. Hier seht ihr zwei Beispiele, gleich gefädelt, unterschiedliche Farben, ein Glaspropfen und ein Tropfen. Dann brauche ich natürlich, weil ich ja wieder zurück muss mit meinem Faden, brauche ich hier unten eine kleine Perle, damit der Faden auch bleibt und nicht wieder zurück durch die Perle rutscht. Durch die große Perle jetzt geht's. Durch die große Perle durch und durch die rote Perle oder auch durch die Olive, je nachdem, wie man das haben möchte. Hier habe ich Gold, Weiß und eben den Abschluss gemacht und mit einem zweiten Arm bin ich nach oben. Hier mache ich das anders. Ich gehe rauf bis zur roten Perle, zur zweiten roten Perle. Und mache einen langen Abschluss. Das heißt, ich mache nur eine goldene Olive, um die Seite zu schließen. So, ich muss da mal ein bisschen Platz machen. Die goldene Olive, die kommt jetzt auf diese Seite hier. Dann gehe ich rüber durch die Perle, durch die untere Perle. Jetzt habe ich den Abschluss. Nun gehe ich weiter durch diese Perle nach oben, durch diese Perle nach oben und mache dann den Rest. Einmal nach oben, einmal quer durch die andere Seite. Ich hoffe, es ist ausreichend zu sehen. Und nun bin ich wieder hier auf der rechten Seite von der oberen Perle und muss Olive, Weiß und Olive so und wieder eine weiße Perle als Abschluss an der oberen Blüte durch, die nächste Blüte durch. So, damit haben wir den kurzen Teil und den langen Teil behandelt. Nun kommt wieder der kurze Teil, so wie ich ihn hier als erstes gemacht habe. Da kommt der kurze Teil, dann wieder ein langer Teil, wieder ein kurzer und wieder ein langer Teil. Und die Runde mache ich jetzt fertig und zeige euch dann noch den Abschluss. So, ich sage Abracadabra und fertig bin ich. Ihr seht den Unterschied zwischen den Arbeiten. Die Fädelei ist fast das gleiche und nur die Perlen unterscheiden sich. Man sieht den Riesenunterschied. Auch wenn wir zum Beispiel Glassteine dazwischen benutzen würden, würde das auch wieder einen ganz anderen Effekt erzielen. Auch die Kugel, die man drunter macht,
Hier zum Beispiel Gold. Zeigt einen Unterschied der Arbeit, wie sie sich auswirkt. So. Ja, oder auch eine große Kugel. Eine große Kugel würde dann natürlich die Seidenausläufer etwas verkürzen. So, das war das, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und falls es genügend Interessenten gibt, die sich durch Klicks und durch Likes bemerkbar machen, werde ich euch natürlich gerne noch weitere Designs aus meiner Kollektion zeigen und Clips dafür machen. So, ich sag mal Tschüss, bleibt gesund und eine schöne Adventszeit an alle.